Oh je, ein schwacher Markt. Das ist nicht ganz was Neues. Das hatten wir in den letzten Wochen schon häufiger mal. Der Juli und bis jetzt auch der August waren ja nicht wirklich von Stärke geprägt. Wir sehen das hier im DAX nochmal in diesem Chart hier oben rechts auf Tagesbasis. Das ist die Bewegung, die wir im Juli hatten. Und aktuell stehen wir gerade hier. Aktueller Stand bei der Kasse 11.440. Das ist das, was der Markt heute Nachmittag um kurz nach vier hier eben gezeigt hat. Aber Hoffnung naht aus mehrerlei Hinsicht. Man sieht es hier schon, ich habe hier viele verschiedene bunte Linien. Die Leser von Trade des Tages, die wissen das natürlich. Wir gehen ja immer wieder darauf ein. Das sind so Unterstützungsmarken, wir nennen das Cluster. Das will ich hier gar nicht im Detail erklären. Aber wenn wir auf so eine Marke treffen, haben wir eine Chance für einen Dreh. Und es gibt weitere Indizien, die dafür sprechen, beispielsweise hier diese Kerze, der Candlestick, die als Hammer verschrien, noch nicht fertig ist. Wir haben noch eine Stunde ungefähr, bis der Markt zu Ende ist, bis diese Kerze dann auch bestätigt ist in dieser Form. Aber zumindest gibt das mal die Hoffnung, dass der Kurs dreht. Alle Elliott-Freunde werden ebenfalls sagen, wir hätten doch eigentlich das, was wir auch tatsächlich brauchen, klassischerweise hier ebenfalls gesehen, nämlich eine 1, eine 2 hoch, eine dritte runter, eine vierte hoch. Und möglicherweise eine 5 und dementsprechend auch hier ein Argument mehr, dass die aktuelle Abwärtsbewegung jetzt zu Ende ist, denn formenmäßig würde es ebenfalls passen. Und wenn man da noch nicht zufrieden ist, kann man auch mal im kurzen Chart gucken, 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart beispielsweise, ganz egal, einfach um die interne Struktur der Bewegung nochmal anzugucken, was wir seitdem tief gesehen haben. Und dann sind wir zumindest mal relativ zügig nach oben gelaufen hier, einigermaßen wackelig nach unten, auch jetzt hier wieder zügig nach oben im kleinen Bild. Das heißt, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs erstmal noch nach oben geht. Nächste Ziele, ich weiß es nicht, aber 11.800 ist Fibonacci-mäßig zumindest mal hier eine Marke, die wir da im Auge behalten sollten. Idealerweise lassen wir uns das Ganze natürlich immer bestätigen, triggern. Das hätten wir hier sogar in einer der Triggerformen, die ich ganz gerne immer habe, wenn wir so Zwischenhochs bei etwas wackeligeren und langweiligeren Bewegungen nach oben toppen. Das wäre jetzt hier. Das heißt, wir haben hier vielleicht sogar schon eine Chance. Wer hier noch nicht sich positioniert hat, der hat die Möglichkeit, einfach nochmal zu warten, bis wir dann nochmal durchgehen, hat eine Bestätigung mehr. Kleiner Wermutstropfen ist hier, dass der Markt hier in der Aufwärtsbewegung ein bisschen komisch wackelig ist. Also das ist zumindest nicht das, was wir normalerweise als eine Fünfwelle nach oben auffassen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber doch, das ist doch 1, 2, 3, 4, 5, das ist natürlich korrekt. Aber diese Welle hier sollte nicht die kürzeste sein und zumindest mal mit Augenmerk würde ich da sagen, die ist die kürzeste. Wir können es ja mal eben messen, dann sehen wir nämlich auch, wie sowas aussieht. Wir messen einfach mal das Teilstück hier und dann stellen wir schon fest, die fünfte Welle, die hintere, die ist länger. Die geht über diese 100%-Marke hinaus. Jetzt messen wir es mal hier. Die erste, die ist exakt genauso lang. Also mit ein bisschen Augenzwinkern können wir sogar sagen, okay, die dritte ist nicht die kürzeste. Sie ist zwar auch nicht die längste, das ist die fünfte, sie ist genauso lang wie die, aber genauso lang ist sie eben nicht kürzer und dementsprechend könnte man sagen, okay, das passt noch. Aber wer möchte, kann natürlich hier auch auf dem kleineren Bild nach Ähnlichem suchen, ebenfalls hier Schub hoch, wackelig runter, das gleiche, das klassische Bild. Also, ich will gar nicht viel länger daran jetzt Zeit verschwenden, aber wir sehen, wir haben realistische Chancen, dass der Markt auf dem besten Weg ist, hier einen Boden zu finden und nach oben zu kommen. Lassen wir uns also überraschen, ob er es tatsächlich tut. Die ersten Trigger sehen wir ja tatsächlich dafür schon gerissen und dementsprechend ganz gute Chancen, dass sich das entsprechend so entwickelt. Wer mag, nein, ein Stop muss natürlich sowieso, aber wer mag, kann auch einen Trailing Stop dann hinterherziehen und sagen, solange die Bewegung dann läuft, vielleicht dann hier ebenfalls, bleibe ich im Geschäft, sobald der Markt dann doch diese Punkte dann reißt, ja, dann schließe ich und habe vielleicht einen kleinen Verlust, aber gemessen an unserem Potenzial, was der Markt hier vielleicht hat, gar nicht so übel. Ob das jetzt für heute Abend kurz vor Handelsschluss, zumindest mal im DAX-Kasse, so ein guter Plan ist, das muss man natürlich selber überlegen. Overnight Gaps sind da immer ein bisschen kritisch. Das Gleiche ist natürlich auch anwendbar am CFD, am amerikanischen Markt. Nur, das machen Sie dann selber. Oder Sie gucken sich immer wieder auch unsere Trade des Tages-Nachrichten an. Da haben wir ja dann ganz konkrete Beispiele. Aber ein bisschen Spaß will ich Ihnen ja auch lassen, dass Sie das, was ich hier zeige, selber dann zur Anwendung bringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Hoffe, dass Sie ein wenig Spaß noch heute haben und dann natürlich die nächsten Tage. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann, alles Gute.